Hallo und willkommen zurück zu Aura 1, Tor zur Ewigkeit. Ich habe jetzt beschlossen, dieses Spiel komplett durchzuziehen und jetzt so lange zu spielen, bis ich diesen Blödsinn habe. Ich kann das da wieder rausziehen. Okay. Ja, jetzt ist der Weg wieder überschwemmt. Was soll das eigentlich da schon? Achso, ja, jedenfalls, will ich dieses blöde Spiel zu Ende spielen und ich brauche irgendwie diese Kristalle. Bringt mir das? Ah, jetzt kann ich da so einen Kristall nehmen, weil ich da die Pyramide reingesteckt habe. Nicht, dass trotzdem noch der Strom durchläuft, wie man ja sieht. Nein, aber ich kann... Hä? Gut, ist mir vollends... Nein, das ist mir nicht. Aber ist mir... Vielleicht brauche ich den Kristall jetzt da hinten, wo ich... Ja, dingsen konnte. Also da war ja irgendwas, woran ich mich nicht mehr so richtig erinnere. Aber ich weiß, dass da hinten im Dunkeln irgendwas war. Ah ja, mit den Schneckenhäusern. Ich erinnere mich. Dunkel. So, und es leuchtet ja in der gleichen Farbe wie der Kristall. Vielleicht... Ja, ich muss da wirklich so ein Kristall reintun. Das ist ja schön. Ich habe jetzt ein Blümchen, kann hier aber nichts machen. Okay. Vielleicht muss ich das Blümchen draußen irgendwo einsetzen oder so. Hier konnte ich auch hin, aber hier kann ich nichts machen. Oh. Oh, ich wusste nicht, dass man hier hin kann. Ach so. Ah. Okay. Habe ich verstanden. Jetzt kann ich das da wieder rausnehmen, damit ich jetzt hier hin kann, um genau was zu tun? Aber ich kann jetzt hier immerhin hin und kann da... Nee. Die Blume drauf tun. Ja, wunderschön. Ich hab jetzt... Und jetzt? Ich glaube, ich hab's nicht verstanden. Muss ich jetzt hier wieder die Pyramide reinstellen? Aha. Ich nehme die mal wieder mit. Was ist das da jetzt? Rosa Matsch. Magischer Staub. Also ich habe jetzt Sternstaub. Und ich habe magischen Staub. Herzlichen Glückwunsch. Okay, ich gehe davon aus, ich muss jetzt hier wieder die Pyramide reinstöpseln. Und, nein, hier nicht. Da, die Brücke wieder lang. Muss ich die Pyramide jetzt wieder mitnehmen? Gucken. Nö. Na gut. Passt mir super. Aber... ja. Also wieder mal bedauere ich, ich kann es nicht oft genug tun, aber ich bedauere es, dass wirklich nichts kommentiert wird. Also ich finde das echt schade. Die haben sich wundervolle Mühe gegeben mit diesen schönen...
Ambienten und sonstigen Quatsch, aber und mit diesen Effekten. Auch die Hintergrundmusik ist eigentlich sehr schön, aber ich weiß nicht, ich bin einfach, ich komme über die Enttäuschung nicht hinweg, dass nichts gesagt wird. Es wird ja nichts erklärt. Ich meine, das war jetzt wunderschön, aber es hat uns nichts gebracht in dem Sinne. Ich kann hier jetzt wieder mit niemandem reden. Ich kann jetzt hier zurück hingehen und kann nichts machen, wie immer. Aber ich kann auch vielleicht auf den Vogel? Nee, hier irgendwo auch nicht. Und das ist so schade, ganz ehrlich. Weil ich jetzt, ich mach mal Musik ein bisschen leise. Weil, ja toll, ich habe jetzt hier Staub angewendet, aber passiert ist im Großen und Ganzen, kann ich vielleicht näher zu den Kindern ran? Nein, kann ich nicht. Passiert ist eigentlich nichts. Und das ist irgendwo echt arm. Und das ärgert mich jetzt. Und ich weiß nie, ob ich irgendwo fertig bin. Und es ist schade. Es ist wirklich echt schade. Es macht das Spiel für mich persönlich extrem kaputt. Ich gehe jetzt einfach in die tolle andere Welt. Welche waren das jetzt? Gerade bin ich vorne rechts. Vorne rechts. Wo will ich jetzt hin? Dahin? Nee. Halt, halt, nein, 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 zurück, zurück. Ich wollte es nicht gedrückt halten. Ich will jetzt dahin, ne? Ja, ich will jetzt dahin. Und zwar ist das hinten rechts und hinten rechts ist rosa. Gut. Nee, ganz ehrlich, also auch die Rätsel verlieren extrem an Bedeutung, an Charme, an allem. Also das mit hier mit den Stimmgabeln fand ich an sich total geil, das Rätsel. Aber da kommt doch kein Mensch von alleine drauf. Und das ist schade. Also so eine minimale Erklärung finde ich einfach notwendig. Allein schon, wenn er sagen würde, das kann ich hier nicht machen, weil, keine Ahnung. Oder das geht hier nicht. Oder ich muss darauf achten, dass ich das und das noch mache. Dass ich wenigstens ansatzweise eine Idee habe, was zum Henker ich eigentlich gerade tue, warum ich es tue und warum ich nicht einfach, keine Ahnung, meiner Wege gehe. Was ist das hier? Hässlicher Strauch. Ansonsten, na, ich muss zugeben, es ist, ich find's einfach schade. Auch nur so ein Busch. Ne, ich gucke hier nur so rum, weil ich hier auch so überhaupt keine Ahnung habe, was ich machen soll. Auf der einen Seite werde ich aufgespießt. Und hier hinten war in der Höhle, glaube ich, auch gar nichts. Oh! Oh! Ich habe was gefunden! Ist das? Ein Stock. Wenn ich den Stock jetzt nicht gefunden hätte. Ich schätze mal, da hinten muss ich irgendwann hin. Ein Stock.
Nein, genug geschimpft, aber... Ja. Das Problem ist, ich kann ja nicht viel anderes machen, weil hier redet ja nicht mal mehr einer mehr mit mir, dass ich mich über den... ja, gut. Hier kann ich irgendwas mitmachen. Kann ich da? Nein, kann ich. Das... Nein, kann ich. Den Geist verwandeln? Auch nicht. Warum genau geht jetzt diese Pflanze ein, weil ich hier die Steine umgeschubst habe? Wieder so ein an sich cool, praktisch. Hä? Achso, weil jetzt hier so ein Licht reinkommt und die vertragen Licht nicht und deswegen. Aha, was? Das macht keinen Sinn, Leute. Also ganz, ganz ehrlich, was ist das? Wasser. Wasser. Ja, wieder Reihe nach durch. Nein. Ich kann das Wasser bestäuben. Nein, kann ich nicht. Ich kann den Geist ins Wasser lassen. Nein. Ich kann in ein Blatt Wasser füllen. In ein Blatt. Weil, kennt man ja, wenn man so Wasser in so Blätter füllt und es dann in die Tasche packt, das läuft nicht aus. Nein, das ist quasi konserviert. Das ist... Was? Ah, ich habe eine Idee, was ich mit dem Wasser jetzt machen kann. Und zwar gab es hier doch so eine tote Pflanze. Genau die hier. Und die gieße ich jetzt mit den unheimlich kräftigen... Oh Gott, das stimmt, Tatsache. Ich glaube das nicht. Lass mich raten, das ist jetzt eine Leiter. Ja, das ist jetzt eine Leiter. Ah, das ist ein Katapult. Aber mehr kann ich auch nicht machen. Verarscht er mich gerade? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Hä? Hier komme ich nur wieder runter. Hä? Und da habe ich ja jetzt viel gewonnen. Ich habe jetzt ein Katapult gefunden, das ich nicht nutzen kann. Das bringt mir genau... Nüscht, aber immerhin habe ich was gemacht. Was? Ich kann ja mal gucken, ob ich immer noch getötet werde. Oder ob die jetzt so geflasht sind, dass... Nein, die töten mich immer noch. Ja. Na, hier war ja nichts mehr. Hier war ja nur diese tolle Höhle mit Wasser. Wo ich immer noch nicht... Ja, gut, gut.